zu faul zum Treppensteigen. Ist hier vielleicht noch irgendwo was versteckt? Da nicht. Nein. Hier nicht. Ich find's besser, wenn man durch ein... Ton vielleicht durch auf diese Dinger hingewiesen werden würde. Zeit. Das passiert also, wenn man verliert. Zumal, wenn man die Orientierung verliert. Mr. Krähe. Er ist zu weit weg. Okay, ich kann das auch aus dieser Form heraus machen. Das ist mal was Neues. Geh doch mal da rein. Irgendwie klappt das nicht gerade so, wie ich das möchte. Jetzt stehe ich hier oben. Eine Krähe? Natürlich nicht. Obwohl ich gerade eine gehört habe. Ist da. Alles klar. Warten wir mal ganz kurz. Vernichten, nur weil der eine mich jetzt mal erwischt hat. Außerdem weiß ich jetzt, was mit dem passiert. Also all diese Schemen, diese Reste hier, sind von Dämonen verzerrte Geister, in denen ich mich jetzt verstecken kann. Ganz schön kalt hier draußen. Ja, wir hätten uns wärmere Jacken anziehen sollen. Und glaubst du, die Witches können dieses Jahr die Liga gewinnen? Wie sollen Hexen? Da hast du ja einen ganz hellen ausgesucht. Was haben wir denn hier? Hallo? Gar nichts. Sehr schön. Schön, dass sie sich für Football interessiert. Bin ich froh, dass sie nur reden will. Mann, ich werfe mich ihnen doch schon an den Hals. Was muss ich denn noch tun, um etwas Zuneigung zu bekommen? Ach, Schätzchen,
Erst nach der Ehe. Das ist kein Flittchen, ja. Das ist ein Footballspieler. Das ist doch kein Stück Fleisch. Ach so, ich hätte hier auch einfach durchgehen können. Also manchmal. Wieso kann ich hier durch? Ist das jetzt der Richtige oder ist der andere der Richtige? Ich bin hier. Das wird eine super Nacht. Natürlich, Schätze. Keine Spielchen. Was für ein tolles Mädchen. Natürlich. Die sind gar nicht so kompliziert. Ja, den hier mag ich. Na dann, Schätzelein. Halt dich ran. Da hinten gewittert es. Nur noch 6 da. Boah. Alter. Gehen wir nochmal durch die Gräber. Aha. Da haben die Schemen auf der Wand einen Hinweis hinterlassen. Also die Art Hinweise, die mag ich. Aber wie gesagt, ich finde, manche sind ein bisschen arg schwer versteckt. Der Junge rechts. Na, Chefe? Was? Enthüllen. Es gibt den Tod und das, was danach kommt. What the fuck? Nee, das ist das nicht. Nee, jetzt müssen ja Nebensachen sein. Tätowierungen? Plakat aus dem Haus des Urteils. Des Urteils. Nein. Ich wollte eigentlich wissen, was das da ist, aber nee, ist auch egal. So, was er dazu denkt, ist das ja meistens. Immer schön umgucken. Das müssen wir die ganze Reise normal machen hier. Da haben wir noch was. Alter, sind hier viele. Gut, Geister auf dem Friedhof ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär, die Information. Schön, wenn man sich irgendwo festglitscht. Man so raus. Außer man hängt in einem Priester fest, aber das ist. Gilt sowas als zweideutig? Wenn man sagt, ich stecke in einem Priester? Hm, ist vielleicht eine eher nicht so günstige Aussage. Und hier hat er dich umgenietet, ja? Hey, warte. Ich will dir helfen und rausfinden, wer dich ermordet hat. Ja, doch ein Polizist. Ja, ich bin Polizist. Nein, nein. War es Rex? Mein Gott. Also ich glaube echt. Du versuchst nicht vor mir zu flüchten. Du willst mir etwas zeigen. Ich glaube, es war Rex. Und zwar, weil alles auf
den anderen hinweist. Und so von der Statur her sind das die einzigen beiden. Bis jetzt. Kannst du das bitte nochmal machen? Das... Jetzt ohne Spaß. Ich sitze hier gerade und das Geräusch kommt und bei mir flackert gerade das Licht. Hier ist eine Glühbirne gerade an- und ausgegangen. Ich so, hallo? What the fuck? Ich mache mir gerade ein bisschen einen Kopf. Also ich würde sagen, das ist der abbrechende Ast. War es nicht. Echt, ist das das, ist das der... Ach so, die ist dagegen geknallt. Ja, das soll einer wissen, wisst ihr. Ich wusste es. Der Glockenmörder. Aber warum sollte er sich die Mühe machen, dich auf diese Art zu töten? Hey. Schon in Ordnung. Du kannst jetzt aus dem Wasser kommen. Ist okay, komm. Ich bin auf deiner Seite. Ist das? Vertrag? Was meinte er mit Vertrag? Es greift schon die Hand. Das ist die Erinnerung an deinen Mord. Du bist zu jung, das solltest du nicht sehen. Sie will die Hilfe. Kann ich das nicht auf andere Art und Weise herausfinden? Ich glaube nicht. Na gut. Aber sie will es uns zeigen. Sein Symbol, es muss was bedeuten. Ich sollte zu Joy zurück. Voll übel. Wow. Oh, so psychedelic, weißt du? Sie hat ihren eigenen Tod wieder gesehen. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt. Okay, jetzt sind wir hier. Da drüben ist noch etwas. Achso, ich dachte, ich kann jetzt schön durchporten. Und etwa so. Nichts ist. Rauchender Ronin. Natürlich fehlt mir eins, ne? Ja, ja, war wieder klar.
Was soll denn das? Warum kann ich denn da nicht... Natürlich kann ich darüber porten. Jetzt erzähl doch nicht. Ach so. Ronan, Erfolg. Ich habe Schreie gehört und... Schön. Dir geht's gut. Na ja, tot bin ich immer noch. Ich hoffe, du hast was gefunden. Ja, habe ich. Der Glockenmörder hat sie ertränkt und ihre Leiche den Fluss runtertreiben lassen. Mutter hatte recht. Das ist ein Glockenmörderfall. Hast du eine Spur von meiner Mom gefunden? Überreste einer Erinnerung oder so? Tut mir leid, Kleine. Gut, dass du nicht gesehen hast, was er dem Mädchen angetan hat. Der Typ ist... Er ist sadistisch. Eins ist merkwürdig. Er hat das Mädchen nach einem Vertrag gefragt, bevor er sie getötet hat. Vertrag? Glaub nicht, dass ich was über einen Vertrag gelesen habe. Nein, warte. Ein anderer Fall. Mögliche Glockenmörder-Überlebende. Iris Campbell. Paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Wirres Gerede über Verfolgung. Und ein Vertrag. Schon wieder Vertrag. Steht da vielleicht, wo sie ist? Hier steht nur Luxa Turner. Ist das ein Ort? Ja. Luxa Turner ist eine psychiatrische Klinik. Das war ja klar. Okay, kann's losgehen? Eigentlich... Geh schon vor, ich... muss hier noch jemanden besuchen. Oh. Wir treffen uns bei der Klinik. Da ist es noch schlimmer als hier. Bald. Bald sind wir zusammen. Bald schon. Es tut mir leid, Julia. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Mach dir keinen Kopf, sie weiß es schon. Ist ernst? Aber niemand würde... Schizophren? Also ich hätte echt gedacht, dass er das jetzt ist. Aber dann weinend ins Grab zu gehen? Auf dem Friedhof abgeschlossen. Finden den möglichen Glockenmörder Lebende in der Anstalt. So. Aber ganz sicher sogar. Herzlich willkommen zurück auf dem Friedhof. So, meine lieben Freunde, in dieser wunderschönen Folge wird jetzt nur noch eines passieren. Wir suchen jetzt das letzte verbleibende Teil und schauen uns aber das Resultat in der nächsten Folge an. Für all jene, die jetzt abschalten wollen, so sei es denn dann drum und so. Ich gehe mal davon aus, dass das letzte Teil hier am Anfang ist. Irgendwo, weil hier haben wir nicht so richtig danach gesucht. Beziehungsweise eher im zweiten Abschnitt unserer Suche. Da, 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 da. Wo versteckst du dich? Hier haben wir ja gekämpft. Das ist immer ein Indiz dafür. Was? Warum geht das nicht? Ah. Ich kann mich da schön lässig rüber teleportieren. Nichts ist. Ach so, auch hier waren Ablenkungen. Ich habe das gar nicht als Krähe erkannt gerade. So, auf der Ecke waren wir eigentlich schon.
Und hier drüben nochmal? Kann nicht wahr sein. Ist ja gar nicht nervig, die Krähe. Kein Wunder, dass die Herrschaften immer so abgehen. Ja, vielleicht können die Grabräuber ja auch einen Schluck aus dem Flachmann nehmen. So wie er. Kann ich nicht nochmal mit dir reden? Ich würde ihm das liebend gern erzählen. Kann doch nicht so schwer sein. Da. Ja, komm her. Ach Mist, doch nicht. Es ist nur ein... Okay, ich weiß, es ist schwer. Ein Siegel. Aha. Seta. Da haben wir es doch auch schon. Der Haarkranz soll das... Ach, das soll ein Haarkranz darstellen. Gut. So, bewegen wir uns hier raus. Und dann beenden wir auch die wunderbare Folge. Warum geht das nicht? Warum kann ich nicht darüber teleportieren? Ist das immer zu weit oder was? Und dann haben... Also ich dachte mir so, dann haben wir es komplett. Dann muss ich die Suche nicht ohne euch machen. Weiß ich nicht, auf was das immer hinausläuft. Oder ist das... Könnte sein, dass es... einen Radius gibt, in dem ich nur teleportieren kann. Oder kann ich nur geradeaus teleportieren? Nee, es ist ein Radius. So. Haben wir das auch geschafft? Ich frage mich ja, wo er die Kippe her hat. Die erste hat er ja weggeschnipst. Kann er sich Geisterzigaretten anzünden? Also ich würde ja tippen, es war Rex aufgrund dessen, dass er ihm hier die Schuld dafür gibt, dass seine Schwester tot ist. Aber warum und was der Vertrag damit zu tun hat, das wird sich vielleicht noch oft... Also ich glaube, es ist zu offensichtlich, dass die Schuld dem Kollegen hingeschoben werden sollte. Denn der Kollege hatte immer die belastenden Beweise gegen ihn und hat sie nie eingesetzt. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Ich muss sagen, die Story ist wirklich gut. Die gefällt mir. Auch die Side-Stories gefallen mir sehr. Auch wenn es extrem viel zu lesen ist und ich jetzt einige Sachen übersprungen habe. Ja, also seid mir da nicht böse. Hier zum Beispiel die Information zum Killer. Information C. Weiblich 37. Das sind jetzt hier die Informationen zu den Opfern. Und, oh nee, kommt. Macht's erstmal gut. Bis zur nächsten Folge. Hoffentlich euch gefällt es und ihr seid mir nicht böse, dass ich das nicht alles vorlese. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Ciao. Und für all jene, die es doch genauestens wissen wollen, einfach kurz auf Pause drücken. Ich klicke jetzt einmal durch. Kann ich das auch so durchblättern? Nein. Das war's. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.